Cello Shorty. Hallo und noch ein Cello Shorty zum Thema geläufiges Greifen ohne zu verkrampfen. Wir haben uns noch neulich darüber unterhalten, was es bedeutet, mit dem Arm aufgestützt zu sein. Du erinnerst dich an den Satz, der Hals trägt meine Hand oder der Hals trägt meinen ganzen Arm. Wenn du dir mal überlegst, wie das beim Laufen ist, dort verlagerst du doch auch dein Gewicht einmal auf den einen Fuß, einmal auf den anderen Fuß. Und das macht das aus, was natürliches Laufen ist. Das ist ein ganz geschmeidiger Vorgang, der dir vollkommen selbstverständlich ist. Wenn du jetzt davon ausgehst, dass ja hier das Griffbrett deine Stütze für deine Finger ist, so wie der Fußboden für deine Füße beim Gehen, ja, dann denk mal an Folgendes. Immer der Finger, der gerade spielt, trägt das Gewicht deines Armes. Das heißt, wenn du jetzt vom ersten zum zweiten Finger gehst, dann klopfst du den auf und in dem Moment wird der erste Finger etwas leichter, weil der zweite das Gewicht übernimmt. Also, ja? Und jetzt kommt der dritte. Jetzt übernimmt der das Gewicht. Das muss nicht heißen, dass die anderen Finger ihren Platz verlassen, aber sie sind jetzt nicht mehr mit Gewichtskraft auf dem Griffbrett, sondern liegen einfach nur noch drauf. Und dann kommt der vierte. Ja? Merkst du das, wie mein Gewicht sich verlagert auf den jeweiligen Spielfinger? Und das ist die Regel, die ich dir heute zeigen wollte. Der Spielfinger trägt das Gewicht des Arms. Merkst du das? Wieder mal, ganz einfache Regel, beachte sie. Und du wirst mehr schaffen, als du glaubst auf dem Cello. Tschüss.